Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, Dragonios. Wie geht's euch denn allen so Schönes? Mir geht's gut, danke. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine in der nächsten Herausforderung kaum abwarten kann, während die andere aus Angst vor einer Niederlage jedenfalls gleich scheut, wird er wohl bis zu einem Sankt-Nimmerleins-Tag dauern, bis ich mich der Arena stellen kann. Ja, hier ist die Arena, ich werde da noch nicht reingehen, sondern als allererstes mich hier noch ganz kurz noch fertig umschauen. Wusstest du eigentlich, dass es auch einen Monduhren gibt? Aha. Solange ich Pokémon an meiner Seite habe, ist alles klar. Da ist ein Kaffee. Okay, da will ich nicht rein, denn da muss ich nur wieder einen Haufen Geld ausgeben. Das heißt, eigentlich, hier geht es irgendwo hin. Die Fluxasonnenuhr besteht aus einem rätselhaften Material, das sich offenbar nicht mal mit den Mitteln der modernen Technik zerstören lässt. Manche bezeichnen Kunstobjekte wie diese Sonnenuhr, die etwas fehl am Platz wirkt, als OOP-Art. Vielleicht wurde dieses Konstrukt ja mit den rätselhaften Kräften eines Pokémon kreiert. Aha, okay. Okay. Schick. Schaut cool aus. Ich finde jetzt nicht, dass sie fehl am Platz ist. Das heißt, hier hätte ich das auch schon gesehen. Und jetzt können wir uns auf den Weg zur Arena machen. Oh, okay. Von oben. Okay. Warum auch immer die Kamera jetzt von oben gekommen ist. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Ja, das ist ein kleines Labyrinth mit in einem Pokéball. Doch selbst wenn du den Weg finden solltest, warten unterwegs lauter Psycho-Pokémon auf dich. Schreit den Schloss voran und... Naja... was habe ich denn an? Ich glaube, ich habe keine einzige Unlichtattacke oder sowas, ne? Nein. Ich möchte jetzt aber auch mein Team jetzt nicht auswechseln, deswegen. Sprich, wir machen das mit roher Gewalt. Auch kein Problem. Was ist denn hier los? What the hell? Kein Wunder, das ist eine geile Psycho-Arena. Ist ja voll der Hammer. Das ist ja richtig geil. Lass dich von der ungewohnten Umgebung nicht ablenken und zeige mir deine wahre Stärke. Das ist richtig super. Psycho-Lionel. Pokoball. Oh, okay. Pokoball. Zweischneidig. Oh, Rihorn. Rihorn ist da nicht so cool. Ganz kurz Pokémon auswechseln. Ich werde auf Lurak wechseln. Rihorn, komm zurück, mein Freund. Lurak, komm herbei, mein Freund. Holzhammer. Plopp, das wird nicht so viel Schaden machen. Das habe ich dir schon mal sagen können. So. Einmal die Mega-Entwicklung und ein Feuerzahn hinterher. Bam. Glurak, zeig mal deine wahre Macht. Und Glurak wurde zu Glurak X, zu Mega Glurak X. Und da macht der Feuerzahn gleich noch mehr Schaden. Kokoball wurde besiegt. Und Glurak erhält Erfahrungspunkte. Wow, Level 48. Schick. Lucario Level 38, okay, ja. Und Lionel wurde besiegt. Ja, kontrollierst du deine wahre Stärke, hast du auch deine Pokémon unter Kontrolle. Wow. Interessant. Wir gehen weiter. Wo bin ich? Im grünen Bereich. Okay, das ist der falsche Weg. Hier geht es irgendwo lang. Nein, so nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich auf den gelben Schalter... Ah, jetzt bin ich eine Stufe höher. Aha. Das heißt, oh Gott. Aber bis jetzt ist es noch sehr linear. Ich kann eigentlich keine anderen Wege gehen. Jetzt bin ich unter dem Eingang von uns. Das ist immer noch sehr, sehr, sehr linear. Da oben ist ein Pokéball als Sternenbild. Das ist geil. Okay, hier ist schon mal falsch. Schön, dass ich alle Wege abgehe, die schon mal falsch sind.
Ah, das ist richtig. Solange du dich an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Ricardo! Setzt Meditalis an. Und ich habe immer noch mein Rihorn vorne, das was vollkommen schwachsinnig ist. Nicht Rihorn, mein Freund, nicht Rihorn. Ich möchte wieder Glurak holen. Diesmal bleibt es sogar in seiner normalen Form. Einmal Flügelschlag auf Meditalis. Das ist effektiv. Akupressur. Okay. Angriff steigt stark. Oh, okay. Flügelschlag. Meditalis. War mal. So, Glurak, Erfahrungspunkte, alle Erfahrungspunkte, Grihorn, Level up. Rest auch Erfahrungspunkte, passt. Wer oder was könnt ihr euch aufhalten? Niemand würde ich was sagen. Das ist der Ricardo. Oh, Grihorn entwickelt sich. Yay! Wir haben ein Rizoros. Sehr schön. Rihorn wurde zu einem Rizoros. Den Pokédex-Eintrag gibt es natürlich gleich. Hammerarm soll er lernen. Den haben wir gerade gesehen. Das ist eine Kampfattacke. Zur Drohne können wir erstmal verlernen. Passt schon. Und lernt Hammerarm. Sehr, sehr gut. Und während ich jetzt auf der Suche nach dem Pokédex-Eintrag von Rizeros bin, kann ich schon mal sagen, es wäre wunderschön, wenn ihr mich und meine Let's Plays unterstützen könntet und sozusagen das Video teilt auf Facebook, Twitter oder was euch denn sonst noch einfällt. Das würde mir persönlich sehr weiterhelfen, denn damit würdet ihr das ganze Let's Play, die ganzen Videos an eine breitere Masse bringen und somit die Möglichkeit den anderen geben, das auch zu entdecken. Das wäre super toll von euch, da ist er schon mal nicht dabei. Und natürlich an alle Neuen, herzlich willkommen, ich bin Dragonios, bin Let's Player, 26 Jahre alt und es wäre toll, wenn ihr abonnieren würdet. Dankeschön! So! wo ist der Hammer? Hier, Rizeros. Natürlich sollte ich auch nicht den Pokédex-Eintrag wegdrücken. Rizeros, das Bodengesteins-Pokémon. Es wiegt 120 Kilo. Durch seine panzerähnliche Körperhülle kann es bis zu 20.000 Grad heiße Lava leben. Das möchte ich sehen. So. Okay, perfekt. Wir haben ein wunderbar stark neues Mitglied. Stark neues, ja. Fast gutes Deutsch, was ich hier mache. Hier fliegen auch irgendwelche Steinchen durch die Gegend. Nope. Wir sind hier auf jeden Fall auf einer dreidimensionalen Ebene. Aha, dich kann ich auslassen. Haha. Mach ich auch. Weil ich möchte jetzt die Arenaleiterin besiegen. So, dich kann ich auch auslassen. Das ist sogar relativ einfach, die Gegner auszulassen hier. Du siehst sehr psychomäßig aus. Sieh diesen Kampf als eine Art Ritus an. Blicke zurück auf deinen bisher eingeschlagenen Weg und bestimme die Richtung für die Zukunft. Ja, lass uns jetzt mit dem Kämpfen beginnen. Dein Gegner bin ich, die Arena-Leiterin Astrid. So, okay. Sie macht sogar ihren Mantel für mich auf. Nette Astrid. So. Symbolara wird eingesetzt. Und da ist Rizoros vielleicht gar nicht mal so blöd. Denn hier werde ich Felswurf mal einsetzen. Setzt Reflektor ein. Okay. Mach du ruhig. Physische Attacken ist zwar jetzt nicht mehr ganz so stark, was natürlich Felswurf beinhaltet.
Aber dreimal getroffen, macht schon mal ganz gut Schaden. Okay, Psychokinese wird wahrscheinlich auch ziemlich böse wehtun. Mhm. Etwas. Oh, das war ein Volltreffer. Tschüss, Simulara. Ja, das war etwas unfair von uns. So, Rizoros erhält Erfahrungspunkte. Nidorino, Level 28. Rechte Hand. Nein. Rechte Hand brauchen wir nicht. So. Astrid setzt als nächstes Lashoking ein. Lashoking, interessant. Da werde ich Gardevoir einsetzen. Rizoros, komm zurück. Und Gardevoir, setze deine Stärken ein, um dieses Lashoking. Lashoking sieht so geil aus. Ich finde es super. So ein bisschen Muten Roshi-like, wie er die Hände hält. So, Zauberblatt, das ist sehr effektiv, macht aber nicht so viel Schaden. Natürlich, Zauberblatt kriegt keinen Step. Also von daher. Aber auch ein klein bisschen Schaden ist immerhin besser als gar kein Schaden. Aha, Spezial-Defense zu steigern ist uncool, mein Freund. So, Jurienkraft. Mhm. Volltreffer. Natürlich. Weil du halt nichts anderes außer Volltreffer kannst. Da, das ist auch ein Volltreffer. So, sie wird es bestimmt... Alter. Sie wird es in Hyperdrang einsetzen. Mhm, war fast klar. Ja. Gardevoir, Zauberblatt. Das wird irgendwie ungut für mein Gardevoir ausgehen. Von daher, benutze ich nochmal Zauberblatt, um nochmal Schaden zu machen. Und dann schaue ich mal, was ich noch einsetzen könnte. Ja, setzt nur Juwelenkraft ein. Kein Thema. Lapras. Ja, nichts anderes gerade als Möglichkeit gehabt. Body Slam. Die anderen waren leider noch zu schwach. Also Nidorino ist leider noch zu schwach gewesen. Oh, Gehenna. Wie ich diese Attacke hasse. So, Body Slam. Und wir machen das Lashoking jetzt erstmal platt. Lashoking wurde besiegt. Yay! Und Lapras wird immer stärker. So. Ja, jetzt schlafe ich. Super. Psiaugon wird eingesetzt. Auch ein weibliches. Schön. Derp, derp, derp. Eisstrahl. Ich glaube zwar noch nicht, dass Lapras aufwacht. So, erstmal der Ohrfeige. Gut, davon wacht Lapras schon mal nicht auf. Lapras, schläfst du? Gedankengut. Unmut! Ein Psycho-Pokémon auch noch zu verstärken mit Spezialangriff und Spezialverteidigung. Vielleicht habe ich Glück und es friert ein. Nein, natürlich nicht. Psychokinese. Das, ja, wird schon ein bisschen wehtun. Aber egal. Psiaugon hat eigentlich kaum Chancen gegen meinen Lapras. Besonders ich jetzt setze jetzt mal meinen Body Slam ein, weil ich fast die Befürchtung habe, dass Psiaugon sehr viel geringere physische Def hat als eine spezielle Def, besonders nachdem sie sich auch noch boostet hat. So, hör auf damit. Das tut doch weh. So. Ja, okay, es macht jetzt nicht so viel Unterschied, aber das könnte echt schmerzhaft werden, besonders weil meine, ja, besonders weil meine magische Resistenz noch etwas gelitten hat. Glurak macht den Kampf ein Ende. Mega-Entwicklung und Feuerzahn. Ich hoffe, dass Dunkelpferd etwas schneller ist. Wobei ich zweifle, ehrlich gesagt. Nee, doch, ist es sogar. Sehr schön. So, Psiaugon kriegt erstmal schön einen Feuerzahn ab und stirbt dabei. Sehr schön. Nächster Arena-Orden für uns. Wow, die sieht auch schon echt high aus. Und hat einen Mond auf dem Kopf. So,
Du hast das Potenzial, den Lauf der Sterne zu ändern und dir deinen eigenen Weg zu bahnen. Und ich krieg Geld dafür. Sieh diesen Orden als eine Art Urkunde an. Möge er Zeugnis ablegen über den von dir eingeschlagenen sowie gemeisterten Weg. Ja, der Psi-Orden. Sieht aus wie ein Ohrring. Okay. Sieh es als eine Art Vertrauensbeweis an. Ja, was denn jetzt? Urkunde, Vertrauensbeweis, Prüfung, ne? Keine Ahnung. Alle Pokémon bis Level 90 werden dir fortan ihr Herz öffnen und gewachen. Ja, das Licht des Psi-Ordens. Gedankengut. Schön. Okay. Sieh es als eine Art Kraft an. Mein Gott, ist sie dämlich. Der Spezialangriff und die Spezialverteidigung des Anwenders werden steigen. Ja, die TM der Gedankengut macht es möglich. Jene lebensspendende Kraft erwacht. Vor dem Schluchzen nimm dich in Acht. Das hält die Zukunft für dich bereit. Sieh es eine Art Wegweiser an. Mein Gott, kannst du mal aufhören zu reden? Du regst mich jetzt schon auf. Ja, möchte ich. Also dann. Sieh es eine Art Teleporter an. Wow. Die V raucht definitiv zu viel. So, es war sicher ein Kinderspiel für dich, den Psi-Orden zu ergattern. Stimmt's, Markus? Achso, das war sie. Ups. Ich glaube, dass ich dich täglich zu einem Kräftemessen herausfordern werde, sobald dieses Abenteuer erstmal hinter uns liegt. Immerhin wohnst du ja nebenan. Lass uns eine Neuauflage des Kampfes wagen. Es gibt nichts Besseres, um stärker zu werden, als sich mit starken Trainern im Kampf zu messen. Das wäre ziemlich unfair, denn ich bin echt geschwächt gerade. Was könnte das nur sein? An alle Trainer im Besitz eines Holologs. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir vom... Nee, ich muss ihn anders reden. Er hat irgendwie so einen russischen Akzent. Wir von Team Flair stehen kurz vor der Triebübernahme der ultimativen Waffe. Sie wird mit Ausnahme von uns selbst alles Leben dieser Erde auslöschen und es uns ermöglichen, eine Welt der Schönheit zu schaffen. Unsere Erde ist von Parasiten befallen, die sich an der hart erarbeiteten Ernte anderer laben. Was zur Hölle? Ihr wollt's alle umbringen? Sie säen Neid und Zwietracht. Wenn wir nichts unternehmen, wird dies zu hässlichen Auseinandersetzungen führen, die unsere Welt ins Chaos stürzen werden. Ich wiederhole, Team Flair wird mit Hilfe der ultimativen Waffe eine neue Welt erschaffen. Und nun verabschiede ich mich von all jenen, die nicht Team Flair angehören. Adieu und nichts für ungut. Wow. Wow. Wow, okay, krass. Was hat Frau da gesagt? Um eine Welt der Schönheit zu erschaffen, muss alles außer Team Flair vergehen? Markus, lass uns rasch das Geheimversteck von Team Flair aufspüren. Zum ersten Mal sind wir Frau in der Lunar City begegnet. Vielleicht liegt das Geheimversteck ja dort. Ich bin so froh, zum Team Flair zu gehören. Denn nur so kann ich diesen erstklassigen Espresso im Bistro Flor schlürfen. Bistro Flor, okay. Warst du schon mal auf dem Place Rose? Das ist dein Platz im Zentrum von Illumina City. Du findest ihn gemäß des Pokémon-Centers, das bei dem Bistro gelegen ist. Von dort ist es auch nicht mehr weit bis zum Bistro Flordelis. Der Kaffee dort ist Weltklasse. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt dann nach Illumina City und werden da mal ganz, ganz ordentlich mit vor Flordelis den Fußboden wischen. Denn so geht das ja nicht. Alle Leute einfach so töten. Krass. Okay. Echt Hammer. Gut, vielen Dank für deine Geduld. Das Pokémon-Team ist voll fit. Los. Wir müssen schnell los. Glurak, fliege uns nach Illumina City. Nicht Zerschneider. Kannst du nicht fliegen? Du kannst doch auch fliegen, oder? Oder hab dir fliegen verlernt. Oder hast du schon mal jemals fliegen können? Nee, hast du nicht. Ich wollte dir fliegen beibringen. Das war in meinem Kopf. Nur ich hab's nie durchgeführt. Keine Ahnung warum. Fliegen. Glurak. Lern fliegen und verlern Flügelschlag. So. Vergessen, danke. 1, 2 und schwupp. Glurak hat Flügelschlag verlernt. Wunderbar. Okay. Jetzt... Bring uns bitte ganz, ganz schnell dorthin, wo das Übel seine Wurzeln hat. Illumina City.
Und hier werden wir uns mal ganz kurz nach dem Café Flordelis. Habe ich meine Pokémon geheilt? Ja, habe ich. Okay. Werden wir uns nach Flordelis umschauen. Ein bisschen haben wir noch. Winterallee. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo dieses Café ist. Das ist nämlich immer voll verwirrend. Schauen wir mal hier. Hier ist es, glaube ich, nicht. Oder? Was ist hier drin? Ich habe mir noch gar nicht so richtig umgeschaut hier drin. Ich frage mich, was mit diesen Mistowellen aus sich hatte, die manche Pokémon aussenden. Ich muss mich hier, glaube ich, in Illumina City mal richtig dolle umschauen. Seit Mama und Papa auf Rettreise gegangen sind, um ihre Pokémon zu trainieren, sind wir alleine. Seither träumt mein Bruder auch davon, mit einem Pokédex in der Hand Carlos zu bereisen. Sein Name lautet übrigens Trovato. Aha! Wir sind hier im Haus von Trovato Tomato. Wunderbar! Ich habe gar nicht gewusst, dass der... Ich weiß es jedenfalls, dass es ein Junge ist. Das war nämlich immer eine Frage, die ich mir geistig gestellt habe, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber wir wissen, dass es jetzt ein Junge ist und wir wissen, dass es scheinbar aus reichen Eltern aus Illumina City hat. Okay, der Nordring, ist jetzt auch nicht so richtig. Ich soll übrigens mit den Skatern reden. Die bringen mir Tricks bei. Du hast es drauf, Respekt. Lass mich dir noch einen Trick beibringen. Ich hätte den Trick Backflip erlernt. Das ist ein echtes Kunststück. Erst nimmst du einen Sprint oder Parallellauf, Anlauf und dann springst du über die Stufen. Das packst du schon. Okay, ich muss dafür halt irgendwo Stufen mal kriegen. Heißt es, ich kann jetzt auch über diese kleinen Stufen springen? Also über die kleinen, wo man eigentlich nur runterspringt? Das wäre cool. Hallo, na, was sagst du mir? Du sagst mir gar nichts, denn du bist einfach ein Arsch. Ihr sagt mir auch nichts? Okay. Ja. Zentralplaza. Was sagst du da? Hui, diese Arena hammerhart, hätte ich nicht gerannt. Entschuldigung. Was ist denn hier drin? Ach so, wieder so ein Restaurant. Ja, Peace. Hey, ich gebe einen Abgang, komm erst wieder, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Nett. Okay. Dann werde ich das irgendwann mal machen. Und zwar euch so dermaßen ins Gesicht treten, dass ihr wünscht, ihr hättet mich niemals herausgefordert. Hi, na? Bis vor kurzem gab es hier keinen Mieter. Doch, das hat sich zum Glück geändert. Ich denke, der neue Mieter wird bald hier einziehen. Was hat denn das Notizbussen leer? Schön, dass halt irgendwas Unnützes hier auch noch ist. Wunderbar! So, hier irgendwas... Oh, hier ist eine Seitengasse. Hallo, was sagst du mir? Ich wollte Zeit meines Lebens ein Samurai sein, also habe ich diverse Kriegsfilme studiert. Ich bin zwar nicht mehr aktiv im Training, aber wir können trotzdem kämpfen, oder? Ja. Dann sieh dich vor, es geht los. Ach komm, so ein kleiner Kampf geht noch. Schwarz, gut, Hiro. Maschok wird eingesetzt. Sehr cool, dass wir hier zwischen den Städten, also zwischen den Häusern kämpfen. Das ist ja voll geil. Maschok ist hier vielleicht etwas im Vorteil. Deswegen werde ich Glurak einsetzen. Glurak! Möchtest du diesem Maschok bitte zeigen, dass ein Fliegen von dir ziemlich wehtun kann? Ja, hahaha. Es hat fast gar nichts abgezogen, obwohl es ein Volltreffer war. Hahaha! Fliegen! Oh, Felskrab trifft ja auch, obwohl ich in der Luft bin. Das ist uncool. Ja, aber das tut echt weh. Hat man schon gesehen. So. Folgst du vielleicht dem Ehrenkodex der Samurai oder warum verpasst du nicht, mir nicht den Gnadenstoß? What the hell is wrong with you? Du gibst einen guten Samurai ab. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Das heißt, ich treffe den öfter. Halleluja.
Hier ist vielleicht noch irgendwas versteckt. Oder auch nicht. Okay, Leute, das war's aber erstmal mit Let's Play Pokémon X. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.